Thomas Jörg mit dem brandneuen Acer Aspire V5 mit AMD-Prozessor drinnen und AMD hier mit so einem Touchscreen, was natürlich relativ neu ist. Wir sehen können, wir haben hier zwei Farben. Wir haben es in Blau und in Silber. Und natürlich, wenn ihr das benutzt, haben wir auch noch eine Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur, die man ausschalten kann entsprechend. Wir haben ein Display, was man schön weit nach hinten klappen kann. Ich werde es jetzt mal probieren. Wie ihr sehen könnt, recht weit, 140 Grad will ich jetzt mal mindestens schätzen. Auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß, dann damit zu arbeiten. Und wir haben einen kompakten Formfaktor hier mit 11,6 Zoll, mit dem wir hier arbeiten können. Wir haben natürlich eine wunderschön große Tastatur, hier fast keinen Rand, hier geht es ein bisschen nach unten, aber sonst haben wir hier natürlich noch ein recht großes Trackpad, was natürlich Multitouch ist. Der Text schaut jetzt recht groß aus, ich schaue mir gleich mal an, was die Displayauflösung ist, denn auch wenn es 11,6 Zoll hat, nur 1966x768 ist hier die Auflösung. Und wenn ich hier zurück in Windows 8 gehe, seht ihr aber, das schaut auch so noch sehr wunderbar aus. Schnell mit dem A6 auch noch zum Spielen sehr gut geeignet. Und jetzt schaue ich mir uns mal kurz die Kamera an, denn wir haben hier noch eine Webcam natürlich mit eingebaut. Das interessiert mich immer ganz stark, aber das scheint hier auch wunderbar zu funktionieren. Auch hier bei etwas schlechterem Licht haben wir hier also eine gute Skype-RAM mit verbaut. Schauen wir uns ein bisschen hier die Anschlüsse an. Wir haben hier an der Seite einmal USB 2.0, Strom, Kopfhörer und Mikrofon in einem und den An- und Ausschalter. Also der ist auch gleich hier. Es ist ein bisschen keilförmig, wird so nach vorne. Aspire V5 steht hier schön, ähnlich wie bei Kreditkarten, so ein bisschen reingedruckt ins Plastik. An der Front ist nichts. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen SD-Kartenleser, ein Displayport und USB 3.0. Also insgesamt nur zwei USB-Anschlüsse an dem Produkt und natürlich noch einen Kensington-Lock. Von außen schön Metall-Design, aber es ist auch hier Plastik, Acer-Logo. Hinten haben wir noch ganz normales Design, was die Display-Scharniere angeht. Und auf der Unterseite Windows 8 nochmal Logo mit dabei. Und hier ist auch irgendwas Interessantes noch. Hier kann es anscheinend sein, dass wir noch extern vielleicht eine Akku anschließen können. Also eine Akku, der hier noch unten dran kommt, aber das kann auch einfach daran liegen, dass es ein Pre-Production-Modell ist. Interessant, und sonst haben wir hier auch noch zwei kleine Löcher, wo ich denke mal, dann der Akku dann reingeschraubt werden kann, damit er auch entsprechend festhält. Aber ansonsten, wie ihr sehen könnt, viele Schrauben. Die komplette Unterseite muss abgemacht werden, wenn ihr hier etwas austauschen wollt. Ansonsten haben wir das Ganze, wie gesagt, in Blau. Und das schaut von außen auch ähnlich im Metalldesign aus. Und hier in diesem bläulichen ist es ganz schick eigentlich. Das war das Acer Aspire V5 hier im ersten Hands-On aus New York. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balazs Gahl und bis zum nächsten Mal.